Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier im Arsch. Wir machen gerade die Nacharbeiten für Feld Nummer 5. Dann geht los mit Vorbereiten für die Aussaat. Hopfen. Aber Aussaat beginnt noch nicht, das ist noch zu kalt, der Boden. Aber wir bereiten das vor, das muss ja bald kommen, ne? Und dann mal schauen, ob wir schon mal düngen können, ob das Wachstum durchgegangen ist. Könnte sein. Sieht so aus, aber mal sehen. Also heute nochmal düngen. Spätestens morgen, ne? Ja, und dann mal sehen, damit wir noch was verkauft kriegen, ne? Also Blocking, Gerste. Full. Aber er fährt. Der nächste, Stroh beladen, ja, und Stroh abkippen. Wie gesagt, Pelletsfabrik arbeitet auch noch. Stroh, aber so viel Stroh. Habe ich jetzt mal einen großen Anhänger genommen für den Strohfahren, dass da auch was voll geht, ne? Also reingeht. Ja, da muss auch verkauft werden irgendwann, ne? Also. Ich weiß nicht mehr viel Geld, ne? Das ist gut, das ist auch notwendig. Na komm. Müssen wir gerade ausfahren. Flug mal hoch machen, dass es ein bisschen leichter geht. Muss ja nicht so genau sein, ne? Aber überwiegend soll doch alles schön geflügt werden, ne? Also. Aber er macht einfach 10 km/h. 9. Ja gut. Die müssen reparieren, ne? Das ist ja so. Wo normalerweise 6%. Keine Probleme, hat da vorne ein Gewicht, ja. Ja. Mein Traktor, er. Das hatte ich auch mal gehabt hier. Ich hatte mal einen Manager gehabt, der hat mich immer so für Arbeitseinsätze gemacht, ne? Also eingeteilt. Das war ein neuer Arbeitskollege. Und der Name hieß R, ne? Er hieß R, richtig R, ne? Ein Kollege schreibt mir in SMS. Er rief mich an, du sollst ihn mal anrufen. Das habe ich gedacht, Mensch, wer ist er? Wusste ich gar nicht damals. Ne? Und auch auf seinem Weg nach Hause gefahren, aber gerade unterwegs, da habe ich gesagt, nö. Gib mir, aber wenn er mich anrufen will, soll er es tun. Ne? Er hat mich angerufen, ja. Ich soll ihm anrufen. Ja, na gut. Gut, die Firma ging hinterher pleite, weil ja. Sag mal so, das waren, naja, Anfänger kann man sagen, ne? Die ließen sich im Prinzip reinlegen von anderen, sag mal so. Vertragstechnisch gesehen. Ich weiß, wir hatten ungefähr, haben wir da gearbeitet, 9 Wochen auf der einen Baustelle, über Leasing. Und stellten eher fest, sie zahlen nicht, ne? Ja, also jetzt schon mal sagen müssen nach der ersten Woche, du, die wollen die Stundenzahl nicht unterschreiben, da hätten wir um die Alarmglocken klingen müssen, ne? Also jedenfalls war das 9 Wochen mit rund 9 oder sogar mehr Leuten da, die da gearbeitet haben. Fassade Dämmung machen mit Rockwoll bei der größten Hitze im Juni. Jedenfalls haben sie nicht gezahlt. Ja, das kannst du dir vorstellen, dass für die Firma das nicht gerade ideal war. Ne? Dann war der Ende des Jahres noch Konkurs. Ne? Wo das ganze andere Geld anstand, hier Weihnachtsgeld und so, ne? Urlaubsgeld, was sie dann auszahlen mussten. Ja, da war das erledigt. Ne? Da waren sogar noch hinter Lohnen hergerannt mit dem Insolvenzgeld. Ne? Naja, gut, das ist eine lange Geschichte. Geht glimpflich aus, haben noch Geld gekriegt dafür. Aber das ist ärgerlich dann, ne? Ja, da war so ein Manager, der hieß halt er, ne? Na gut. Er kam ja nicht aus Österreich, muss man dazu sagen, obwohl. Sind ja hier viele geboren, ne? Gebürtige Türken. Dass da so einen Namen gibt, das wusste ich aber nicht. Aber gut, das war dann so, ne?
So war er ganz normal und okay, aber wie gesagt, unerfahren, ne? Hat die andere Firma eben dann mit reingelegt, kann man sagen. Ida Wien hieß die Firma. Ist dann später mal bei der anderen Firma auch aufgefallen. Und da bin ich da mal erste Woche gearbeitet. Und Mensch, den Namen kennst du doch irgendwo her, ne? So, ja, und dann hier kam raus, Donnerstag oder Freitag klingelt Telefon. Wir hören die erstmal auf. Verträge sind, wir werden uns da nicht einig, ne? Jedenfalls, ne? Gut. Und dann kam noch die Bitte, versucht doch mal das unterschreiben zu lassen, die eine Woche. Wir waren zu zweit da, ne? Ja, probiert, haben auch gekriegt, alles soweit, alles, ne? Dann haben wir auch abgebrochen. Dazu sagen, die ganze Woche sind da Arbeitskollegen abgehauen. weil sie nicht gezahlt haben, das haben sie im Prinzip richtig durchgezogen. Also 3-4 Tage arbeiten lassen und entweder weggeschickt oder sie sind alleine gegangen, weil sie kein Geld gekriegt haben. Beziehungsweise Verträge nicht astrein waren. So, und dann habe ich nach mehreren, ja, übers Jahr eine Gerichtsverhandlung wegen Lohnzahlung, also im Prinzip wegen Geldforderung, ne? Da kam die Begründung, warum sie uns kein Geld gegeben haben, also die Firma. Wir hätten nur in der Ecke gesessen und hätten Bier gesoffen. So, da muss ich aber dazu sagen, grundsätzlich bei der Arbeit trinke ich so oder so nicht, also kommt mich gar nicht in Frage. Zweitens, ich trinke kein Bier. Das ist das, das, was überhaupt nicht zählt, ne, die Ausrede. So, da wurde das Verfahren ja eingestellt aufgrund von geringfügigen Forderungen. Da muss man sich mal vorstellen, das haben die zig Firmen durchgezogen, immer mit 3-4 Leuten. Das, die haben im Prinzip die ganze Arbeit umsonst gekriegt, also lohnmäßig, also Material mussten schon bezahlen. Aber das geringfügige Summen und dann, so ist das Betrug, ne? Gut, jetzt habe ich ja eine Festanstellung. Die Sorgen habe ich jetzt ja nicht mehr, zum Glück. Also ein Glück auch, kann man sagen. Jetzige Krise, da wäre das eine Katastrophe gewesen. Da bist du also diesen Jahr am Arsch, den Abstellgleis, ne? Und Arbeitslosengeld, das hält ja nicht lange vor, ne? Ist ja auch begrenzt, ne? Und dann stehst du da. Gut, auf dem Bau läuft, glaube ich, wieder einigermaßen, ne? Aber trotzdem, der Druck ist ja ungemein, ne? Weil die auch nicht, so, das müsste aber so reichen hier, ne? Auch nicht so viele, ach, da ist noch eine Ecke. Gespräche führen konnten wegen neuer Aufträge, weil ihr durft ja alles nicht, ne? Und wenn sowas stockt, gibt es Probleme, ne? Für die Baufirmen jedenfalls. Denn neue Aufträge müssen eben an Land gezogen werden, ne? Das muss man ja vorher erklären, ne? Mit den Kunden, ne? Ja, das ist jetzt die Zeit, ne? Vielleicht kommt bald der große Knall. Und dann kommen große Veränderungen, denke ich mal. Zwangsläufig, so oder so. Also wie lange sich das Menschen nicht gefallen lassen. So, X und... Fahren uns zurück zum Hof, ne? Reparatur. Und waschen. Da lang. Zeit, 8. Ist ja Wahnsinn, wenn wir alles machen, ne? Oder wir fahren mit Cosplay. Autoreif Hof. Mal sehen, wohin fährt. Die Felder hat ja zum Glück mal Holger angeschlossen. Das ist ja ganz gut. Dadurch klappt es hier auch. Jetzt mal kurz überlegen. Also, achso, Bierverkauf. Ach, vorbereiten, Aussaat. Das kann ich auch morgen machen. Lidl, na ne, Hof. Weil. Oder düngen. Mal gucken, ob das hier verfärbt. Wenn es dunkelblau wird oder dunkel wird, dann geht düngen. Da wollen wir gucken. Nee, geht noch nicht. Gut, dann müssen wir mal warten.
Das wäre ja Quatsch, wenn man düngen und noch nicht geht. Dann brauchen wir das Wachstum. So. Das heißt, wir müssen Hof besuchen. LKW und Bier verkaufen. Licht angelassen. Licht. Na gut, das haben wir aus. Oh, schön Regen draußen. Endlich Abkühlung. Auf zur Brauerei oder Pelletsfabrik. Mal sehen. Ich glaube, ich habe Pelletsfabrik jetzt dicht dran. Ne? Muss ja auch mal leer gemacht werden. Ne? Der ist für Ballen. Also, das geht nicht. Mit der kriegt keine Ballen transportiert. Oh, Gegenverkehr. So. Ein paar liegen noch draußen. Aussteigen. Also der ging ja leer, ne? Der Hänger war leer. Das hieße, hier war noch Platz. Ich meine, gut, wenn man nachts 12 Stunden Runde vorspult, die Produktion geht ja weiter. Das heißt, oh, schon wieder 7. Stroh. Stroh haben wir drin und 680.000. Ja, oder rein. Strohpellets. So, das geht nur über streng G. Und zwar wegen. Wahrscheinlich wegen Autodrive mit dem globalen Markt zusammenhängt. Wo ich da nämlich einladen tue. Sägewerk drüben und zwar Strohpalett Maximum er lädt gleich auf so viel. Haben wir gut verkauft. Heuplatz haben wir auch was drin. Aber wir machen mal Stroh. Da haben wir mehr von, ne? So. Das berühmte starke Bauer rechts werfen. Muss man vorher erstmal deaktivieren. Kommen wir nicht in Auto rein. So, 40 Paletten. Der Paletten. Geht auch zur Neige. Ah, da stellen wir gerade welche her. Da haben wir im Winter mal ein bisschen Holz gemacht. Müssen wir aber bald wieder loslegen. Oh je. Ein bisschen Holz liegt ja noch. Jetzt noch können wir auch Raps ernten. Dann können wir auch die Ölmühle aufstellen. Ich fahre ja mal so ganz blind mal dahin. Mal gucken mal, wie das. Krabben haben wir nicht. So weit nach hinten haben wir es auch nicht. Holz, Strohpalets. Bahnhof. Reifeisen. Na, ob das gut geht. Bahnhof. Da sind wir eigentlich in der richtigen Ecke, mehr oder weniger. Oh, indirekt. Vorbeigefahren sind wir schon, aber wir können ja mal hier lang fahren. Die Reifeisen war eine Anecke. Ja, dann fahren wir halt dahin, ne? Reifeisen. Das schaffen wir heute noch. Die eine, das machen wir noch fertig. Möchte ja auch ein bisschen was vorankommen. Ne? Aber wie gesagt, das ist, beim Livestream können wir ein bisschen. Jetzt haben wir 9.
Jetzt wir fahren über ein über den Deich irgendwie darüber, ja, da hinten lang. Über zur Hauptverkehrsstraße ganz oben. Dann können wir ja beim Livestream ja schon mal anfangen mit der Aussaat, wenn die Temperatur ein bisschen steigt noch. Und alles vorbereiten, also alles ausfahren, also heute im Prinzip. Heute werde ich ändern, 18 Uhr werde ich mal nicht mehr machen, ich werde 70 so die. Ist aufgrund von hoher Nachfrage eingestellt. Wie gesagt, ich bin da irgendwo, wenn irgendwie einer guckt, bin ich bereit zu machen, aber wenn gleich null ist, dann ist es auf Dauer für mich persönlich sinnlos. Da ist der Deich. So, fahren wir halt zurück, ne? Aber das ist noch nicht entschieden, das muss man sehen. Hab ich jetzt 5 Tage noch Zeit. Und da suche ich gerade eine Kiste, mitten in der Nacht, im fremden Haus und ganz weit weg von zu Hause. Viel zu gefährlich. Aufgabe von Händler. Interesse da ist, 20 Uhr, 8:45, beginne ich da immer. Ich werde es noch einmal, so lange wie jetzt ich noch zu Hause bin, kann ich es ja machen. Ist ja nicht so tragisch. Aber wie gesagt, wenn überhaupt keiner guckt, bringt das ja nichts, ne? Ich möchte gerne trotzdem ein bisschen breiter aufstellen. Ne? Also, wie gesagt, mir müssen die Spieler in erster Linie Spaß machen. Als andere ist dann, dann nehmen sich dem keiner guckt. Gut, das ist nicht schön, aber ist halt so. Ne? So, da sind wir. Aber hier geht aber nicht alles einmal rein. Ne? Mal gucken. Das wird nicht alles gehen. Doch. Ist doch die hinteren Beine, ne? Mal sehen, was ich, wie viel Button Millionen voll kriegen. Na, Struppel, das gibt nicht allzu viel. Gibt da deutlich weniger als Bier, aber wie gesagt, das muss ja auch verarbeitet werden, ne? Immerhin. Hat es mir auch viel eingebracht, Anführungszeichen, ne? Also ganze Stroh. Macht ja viel Arbeit. So. Und verursacht auch Kosten, jedenfalls in Thüringen. Einnahmen sind ja bescheiden, ne? Anführungszeichen. Ups. Ups. Auch hier rein, Kevin. Ne? 1 Million, da wird nicht ganz was. Naja, immerhin, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Jetzt haben wir schon Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Und wie gesagt, heute Abend, 18 Uhr, beginne ich wieder, sag mal so. Solange ich jetzt noch arbeiten muss, ist 18 Uhr ganz gut für mich. Das passt. Dann noch tschüss. Ciao, ja, bis dann heute Abend, ne? Wer Lust und Laune hat, würde mich freuen, wenn ihr da seid. So ein bisschen geht noch. Und dann fahren wir zurück zum Hof und dann ist Schlussfolge. Tschüss.